Und jetzt die Nachrichten rund um The Joecraft. Heute im Studio The Red Crafting. Guten Tag, liebe The Joecraft-Fans. Ich begrüße euch zu den The Joecraft-News. Ja, ihr seht richtig. Der Crafting steht nun endlich im neuen The Joecraft-News-Studio und moderiert zum ersten Mal die neue The Joecraft-News. Und passend zu meinem Comeback gibt es eine sehr spannende News, denn morgen startet Craft Attack X oder auch Craft Attack 10. Josef hat zu diesem Projekt einen Trailer hochgeladen, in dem er auch seine Pläne verkündet hat. Doch fangen wir nach der Reihe an. Am Anfang des Trailers verkündete Josef den Start des Projektes auf seinem Kanal. Um 11 Uhr wird es bei ihm losgehen. Später ergänzte er hinzu, dass er ab Anfang des Projektes Gas geben und zu 100% dabei sein will. Das hat natürlich Auswirkungen auf die anderen Formate, die Josef produziert. Josef bittet daher um Geduld von den Zuschauern. Die anderen Formate werden laut ihm zu einem späteren Zeitpunkt wieder fortgesetzt. Craft Attack X soll laut Josef größtenteils live auf Twitch stattfinden. Am Mittag wird es von ihm den ersten Livestream geben. Zum Schluss fügte er hinzu, dass dieses Projekt großartig wird und versprach, dass ihr es lieben werdet. Daraufhin wünschte er den Zuschauern eine gute Nacht, was ich jetzt auch machen werde. Denn das waren nun alle Infos zu Craft Attack X. Ich wünsche euch eine geruhsame Nacht.